Ich bin Chaot Extreme. Und wir machen jetzt weiter im Gefängnis. Ups. Hi, Rhino! Hi. Hoffentlich magst du Überraschungen, Spinne! Überraschung? Was meint er denn damit? Hey, wie sieht's bei dir aus? Bei mir? Ach, ich bin im Knast mit allen Schurken, die ich in den letzten 8 Jahren... Das ist zu schön, um wahr zu sein. Scorpion? Wartest du mal kurz? Ich war mitten in einem Anruf. Wir wurden unterbrochen. Alles okay? Eher nicht. Electro, Rhino und jetzt auch Scorpion sind auf freiem Fuß. Was ist im restlichen Gefängnis los? Die Kameras laufen bald wieder. Dann gibt's einen Lagebericht. Electro ist schneller als je zuvor. Au! Gebratzelt! Sack. Warum ist der so blau im Gesicht? Nein, nicht direkt. Iron Man taucht nicht direkt in das Spiel auf. Na los, Spider-Man! Ich dachte, das wäre eine Jagd! Nicht direkt heißt? Ich muss den Kerl aufhalten. Man sieht nur den Avengers Tower. Du kannst mich nicht aufhalten. Aber schön, dass du es versuchst. Sag mir, für wen du arbeitest, dann verschone ich dich. Das Angebot will nie jemand annehmen. Hab dich! Na, da kommen sie alle auf einmal. Wir werden so viel Spaß haben! Aber da sind Haufen Gegner von Spider-Man, die werden alle auftauchen. Bist du noch da, was? Ja, ich bin noch da, so lasse ich nicht auf. Die Überwachungskameras sind wieder online. Wie sieht es aus? Tja, sieht so aus, als seien sämtliche Insassen des Raft geflohen. Einschließlich Martin Lee. Damit sind 5 deiner schlimmsten Feinde gegenwärtig wieder in Freiheit. Ich dachte gerade wirklich, das sei dein Ernst. Es ist ernst. Ich muss los. Ein paar von ihnen wollen in die Stadt. Ich spinne wohl. Au! Okay. Geladener Typ, verfolg, ne? Verfolg mich weiter! Bald haben wir's! No! Electro, hör auf! Gefällt dir mein neuer Anzug? Wahnsinn, wo hast du den denn her? Gibt's nur für Mitglieder. Ich bin mir nicht sicher, ob der Mitglied ist. Denk dran, er
sagte, nicht umbringen. Gute Idee. Wir müssen das hier auch gar nicht tun, wenn ihr nicht wollt. Wir wollen auf jeden Fall. Nein, da kommt sogar noch ein Gegner. Markus fragt, ob da nicht noch mehr Gegner sind. Nein, da kommt tatsächlich noch ein Gegner. Jetzt sind wir am Maximum. Dr. Octavius. Erste und letzte Warnung. Komm uns nicht in die Quere. Das werden all unsere Gegner sein. Das wird noch richtig lustig. Jeder von euch hat einen Job zu erledigen. Eure Schuld ist beglichen, wenn wir fertig sind. Los! Markus schreibt, wenn Thanos jetzt schnipst, ist nur noch die Hälfte da. Da bin ich mir nicht so sicher. Das ist ja nach einem so einem komischen Zufallsprinzip. Es ist vorbei, Norman. Es ist Zeit für die Wahrheit. Die Maske hat sich aber auch ein bisschen spät aufgesetzt. Ja, das ist die perfekte Überleitung zu unserem anderen Spiel, das wir jetzt gleich spielen. Division 2. Nicht zu vergessen. Dafür müsst ihr keine 24 Stunden werfen. Hier ist Mary Jane Watson mit einem Daily Bugle Sonderbericht zum Bioterrorangriff. Inzwischen beträgt die May, alles okay? Ja, sicher. Kannst du die bitte für mich austeilen? Klar. Arbeitet aber pausenlos an einem Heilmittel für diese tödliche Krankheit. Die stadtweite Quarantäne wird streng durchgesetzt. Von Sable International, die sämtliche Verkehrsknotenpunkte strikt überwachen. In der Stadt kämpfen Polizei und Sable Agents weiterhin gegen Rikers und Raft-Ausbrecher. In der Zwischenzeit gab Bürgermeister Osborn Spider-Man die Schuld am Gefängnisausbruch und der Ausbreitung der Krankheit und erklärte ihn zum Flüchtling. Beweise dafür erbrachte er nicht. Und viele glauben, der Bürgermeister wolle nur von sich ablenken, da ein Exklusivbericht des Bugle aufgedeckt hat, dass die Krankheit ihren Ursprung in einem geheimen Oscorp-Labor hat. Hier in Manhattan. Bürgermeister Osborn behauptet, ja, nur ich bin schuld. Das ist mach das aus! Die Behörde an einem Antiserum blieb aber auch hierfür jeglichen Beweis schuldig. Markus Schalter will das Spiel an meiner Stelle beenden. Welches jetzt? Division oder Spider-Man?
Ach, der Bastian kommt online. Sehr schön, dann sind wir doch genau an der richtigen Stelle angekommen. Dr. Octavius, warum? Wie konnte ich das zulassen? Das Krankenhaus hat angerufen. Die sagten, du wärst einfach weg. Ich bin ja nicht zurück schuld. An die Arbeit. Die Ärzte haben gesagt, du hast 14 gebrochene Knochen. Das macht 192, die nicht gebrochen sind. Danke für deine Hilfe übrigens. Das Schwierige war, dich vor Sable zu verstecken. Sie haben dich zu ihrem Hauptziel ernannt, weißt du? Ich fühle mich wirklich geehrt. Was passiert mit unserer Stadt, Yuri? Ich weiß es nicht. Fühlt sich an wie das Ende der Welt. Ist es vielleicht auch. Tja, jetzt sind sie alle hinterher. Jetzt wird's richtig lustig. So, also, Ende dieser Folge. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Jetzt geht's hier auf dem Kanal weiter mit Division 2. Mit Basti und Markus. Hier rotten sich entlaufene Häftlinge zusammen und übernehmen ganze Stadtviertel. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Spider-Man-Folge oder bei Division, wie ihr wollt, wieder. Ich kümmere mich um sie. Abonniert Was hast du mich noch? Gerne auf Twitch und YouTube. Und wenn ihr mir schreiben wollt beim Zocken, dann meldet euch bei Twitch an. Dann könnt ihr auch während ich zocke schreiben. Du meinst oder unter YouTube Kommentare schreiben, wie ihr möchtet. Ich kümmere mich darum. Das ist unsere Stadt, Yuri. Höchste Zeit, dass wir sie uns zurückholen. Großartig. Meine Männer verfolgen die Superschurken. Ich gebe Bescheid, wenn wir Fortschritte machen. Tu dein Bestes, um die Stadt zu stabilisieren. Und eine weitere Nebenaufgabe, um Marken zu sammeln. Aber wie gesagt, da geht's beim nächsten Mal weiter. Gut, bis dann und tschüss.